Im nun folgenden Kapitel zeigen wir Ihnen, wie Sie nicht lagernde Teile vorverrechnen können. Wir haben dafür schon einen Auftrag vorbereitet. Wir geben in den Auftrag wie gewohnt einen Artikel ein. Wir drücken Enter. Die Zeile wird nun in Rot dargestellt, da bei diesem Artikel kein Lagerbestand vorhanden ist. Dies ist auch in der Infobox Artikeldetails ersichtlich. Soll der Artikel aber trotzdem verrechnet werden, wird dies über die Spalte zu liefern gesteuert. Normalerweise wird die Spalte zu liefern automatisch befüllt, außer wie in diesem Fall, es ist zu wenig auf Lager. Dann muss hier manuell eingegriffen werden. Dazu klicken wir in die Spalte zu liefern und geben die gewünschte Menge ein, hier 1, und drücken Enter. Es öffnet sich nochmals ein Hinweis, dass der Lagerbestand nicht ausreicht und ins Minus gebucht wird. Diesen bestätigen wir mit OK. Würde die Spalte zu liefern leer bleiben, wird der Artikel nicht verrechnet. Anschließend können wir wieder unsere Rechnung drucken, mit Buchen und Drucken. Nun haben Sie gelernt, wie Sie Artikel vorverrechnen können.